Hey, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute entdecken wir gemeinsam Bremerhaven. Wir schauen uns gemeinsam coole Unterkünfte, Gastronomie und spannende Aktivitäten im Norden an. Also, sei gespannt, hier gibt's ein paar nachhaltige Reisetipps für Bremerhaven. Erster Stopp in Bremerhaven. Ich bin zu Gast im Klimahaus und reise entlang des 8. Längengrades, östlichen Längengrades, um genau zu sein. Es geht über die Schweiz nach Italien, Kamerun, Niger, einmal um den Globus rum, über die Antarktis und dann über Alaska zurück nach Deutschland. Das Klimahaus Bremerhaven ist eine Wissens- und Erlebniswelt, die erste und einzigartige ihrer Art in der Welt. Und hier können Reisende auf dem 8. Längengrad einmal um die Welt reisen und in 9 verschiedenen Reisestationen vieles erfahren über die Menschen, die dort leben in den Ländern, aber speziell auch über den Klimawandel und die verschiedenen Klimazonen. Das Besondere hier, die Reise wird nacherlebbar, weil ein Kamerateam durch alle Länder gereist ist, dort gefilmt hat, Audioaufnahmen gemacht hat und wir somit hier in einer interaktiven Ausstellung alles nacherleben können. Außerdem haben die einzelnen Räume wirklich die Temperatur und die Feuchtigkeit dieser spezifischen Länder. Das Klimahaus ist energetisch auch total spannend gebaut. Man sieht es an der Stelle ganz gut. Also da sind Glasscheiben, also es gibt diese Glasaußenhaut, besteht aus 4700 Glasscheiben, alle individuell gefertigt. Und in diesem Gebäude drin ist dann quasi nochmal wie so ein Extragebäude, ja? Heißt, man nutzt so ein bisschen das Außen wie ein Glashaus, dadurch kommt Wärme rein. Das sorgt auch dafür, dass man im Winter wenig heizen muss. Das sorgt auch besonders dafür, weil die Glasscheiben, die ja gebogen sind von oben nach unten, weiter unten eine größere Durchlässigkeit für Sonnenlicht haben. Und weil im Winter die Sonne tiefer steht, kommt da dann eben mehr Wärme rein als im Sommer, wo sie höher steht. Also es ist total irre, total beeindruckend konzipiert. Das sieht nicht nur geil aus, sondern das kann auch energetisch was. Morgen. Ich habe die Nacht verbracht im Atlantic Hotel Sail City. Richtig schönes Hotel, man kann es auch gar nicht übersehen, von außen an diesem großen See zu erkennen. Innen einfach schöne geräumige Zimmer und ich habe hier übernachtet, weil das Hotel in den letzten Jahren extrem viele Bemühungen unternommen hat, um das klimafreundlicher zu machen. Also hier gibt es ganz viele Maßnahmen, die man auch im Hotel entdecken kann. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier schaue, begrüntes Dach, da sind Bienen auf dem Dach. Es gibt hier Eco-Seifen, es gibt ganz viele Maßnahmen, Durchflussbegrenzer, beispielsweise bei der Dusche. Die Zimmer werden erst ab dem 3. Tag gereinigt. Es gibt kleinere Portionen beim Frühstück. Also mit so ganz, ganz vielen Maßnahmen und Ideen hat das Hotel eben versucht, in Richtung mehr Nachhaltigkeit zu gehen und konnte so die Emissionen um 40% reduzieren. Schöne Sache. Und das Hotel ist natürlich architektonisch mega schön. Man kann es an der Fassade kaum übersehen. Prägt hier total das Stadtbild am neuen Hafen. Hier direkt daneben übrigens das Klimahaus. Also wirklich eine coole Empfehlung. Und das Schöne ist natürlich auch der Ausblick. Ich hatte jetzt beispielsweise diesen Ausblick hier auf den neuen Hafen. Aber auf der anderen Seite die Weser. Also wirklich perfekt. Perfekter View. Auf Reisen immer geil, joggen und dabei alles anschauen. Idealerweise hat man ein bisschen besseres Wetter. Ich bin jetzt mal ein bisschen weiter von der Weser entfernt unterwegs, treffe gleich in der Alten Bürger den Quartiersmeister Jens Rilke und der wird mir gleich mal erzählen, wie dieses Quartier zur Klimameile umgestaltet werden soll in den nächsten 5 Jahren. Ja, wenn es um Thema Nachhaltigkeit geht, wir sind jetzt gerade dabei, aus diesem Gründerzeitquartier, das sind alles Häuser, die um die Jahrhundertwende 1900 gebaut worden sind, eine Klimameile zu machen. Das ist natürlich eine riesige Aufgabe aufgrund der Architektur. Ja, die Häuser sind alle über 100 Jahre alt.
Aber das hat auch was damit zu tun mit Nachhaltigkeit bei Festen. Es hat was mit Nachhaltigkeit in der Gastronomie, soll erweitert werden, der Verkehr und all solche Geschichten. Neben den offensichtlichen Dingen jetzt in den Hafenwelten und den tollen Städten würde ich mich auf jeden Fall hier in die Alte Bürger begeben und angefangen dann vielleicht hier im Glückswinkel mit ein paar Snacks ausstatten und dann vor allem das Lastenrad ausleihen. Damit kann man sich eben durch die Stadt bewegen, zum Beispiel an einem Samstag auf den Geesemünder Wochenmarkt, da irgendwie unter die Leute kommen, so ein bisschen das Flair kennenlernen und von da aus dann vielleicht noch mal eine Radtour über den Lunedeich zurück hier ins Zentrum. So schön das Atlantic Hotel auch war, ich hatte mir vorgenommen, zwei Hotels anzuschauen, deswegen unterwegs zum Im Jaich Hotel, Hotel Nummer 2 auf diesem Trip. Das ist also das Im Jaich Hotel, besonders hier mit Parkplatz, Bootparkplatz, heißt man kann hier auf einem Segeltörn anlegen und dann hier mal komfortables Zimmer beziehen. Jetzt super interessant ist das Im Jaich Hotel und das Atlantic Hotel, wo ich gerade war, oder Atlantic Hotel, haben eine Verbundausbildung in Sachen Nachhaltigkeit. Also, die haben MitarbeiterInnen, die eine Ausbildung machen und die machen im Rahmen dieser Ausbildung einfach noch so ein paar extra Tage zum Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz, wie kann man das in der Hotellerie, Gastronomie verbessern. Also total spannend und alles auf eigenem Engagement gegründet. Regenzeit, um ins Trockene zu gehen. Ich gehe zu Food Art Bremerhaven, Bowls and Cakes. Das klingt doch so, als sollte man dort erstmal eine Bowl essen und dann einen schönen Kuchen. So, was war heute noch los? Ich habe eine Hafenbusfahrt gemacht. Ich bin einmal mit dem Hafen hier noch lang und bin ganz nach vorne zu den ganzen fancyen Logistikhäfen, wo die Autos verschifft werden, wo Kreuzfahrtreedereien starten, wo die ganzen Container ankommen. Das war total spannend, cool, aber man darf keine Fotos machen. Insofern Feierabend! Tag 3 in Bremerhaven. In der Touristeninformation kann man sich ein Fahrrad leihen, in den meisten Hotels ebenso. Damit bin ich heute unterwegs, später auch Richtung Süden zum Fischereihafen. Die Schifffahrt hat Bremerhaven schon immer bewegt. Zum einen, weil hier an den Häfen 7 Millionen Menschen ins Ausland ausgewandert sind, aber natürlich auch aufgrund des Containerhafens etc. In Bremerhaven gibt es außerdem das Deutsche Schifffahrtmuseum und dort schaue ich mir eine Kogge von 1380 an und was das ist, erzählt uns gleich Birgit Stüwe. Die Bremer Kogge ist ein mittelalterlicher Schiffswrackfund, der 1962 in der Weser geborgen wurde. Und damit ist die Bremer Kogge das älteste erhaltene Handelsschiff aus der Zeit der Hanse. Wir haben hier rund um das Museum einen wunderschönen Museumshafen mit 3 Museumsschiffen, die man begehen kann. Und am Ende des Museumshafens gibt es noch das Wasserschaut. Gehörte früher auch zum Hafengelände. Da war der Hafenmeister ansässig. Ist heute ein kleines Restaurant drin mit Außenplätzen, wo man nochmal einen wunderschönen Blick hat auf den Museumshafen und all seine Geräte inklusive Wasserstandsanzeiger. Das Atlantic Hotel hat ganz oben eine Aussichtsplattform und von dort kann man sich auch ohne Drohne mal die Stadt anschauen. Ganz im Süden von Bremerhaven kannst du dir mal den Fischereihafen anschauen. Hier gibt es ganz viele Restaurants, Buden, in denen man Fischbrötchen kaufen kann. Hier wird gerade eine Bühne aufgebaut, also es gibt auch Kulturveranstaltungen hier.
Man kann ein bisschen shoppen, umhergehen, auf dem Boot gehen. Also gibt es auch nochmal ganz viele Möglichkeiten, aber dann aus der Perspektive der Fischerei. Jo, das war's. Bin jetzt zurück am Bahnhof in der Seestadt Bremerhaven. Unheimlich viel gemacht, viel erlebt, viel gesehen. Echt eine interessante Geschichte hat die Stadt, auch wenn sie erst 200 Jahre alt wird. Ganz interessant, wie neu und modern alles im neuen Hafen ist und wie es so ein bisschen älter wird, wenn man sich so ins Stadtinnere bewegt, aber hat auf jeden Fall seinen Reiz. Ich glaube, beim nächsten Mal würde ich so Bremerhaven Sightseeing in der Stadt mit so ein bisschen Aktivitäten im Umland verbinden, also wie zum Beispiel die Radwanderwege bei Cuxhaven, die mir empfohlen wurden. Und das wäre dann, glaube ich, eine richtig coole Mischung aus Stadt, mal ein paar coole Restaurants und so ein bisschen Naturerlebnis. Thank you.